Schala in den hellblauen Shorts, Espindola in rot-schwarz. In der Unihalle Wuppertal. Ist eine der großen deutschen Schwergewichtshoffnungen. So kann man das bei dem Mann aus Landshut, der jetzt den Kampf auch wieder an sich gerissen hat, schon ausdrücken. Ansonsten nicht viel zu sehen vom Argentinier. Ah, das war eine schöne Kombination von Schala. Die muss gerüttelt haben. Auch wenn Espindola da nach außen nichts zeigt. Ah, sehr schöne Rechte gerade jetzt von Schala. Dominante Vorstellung, die Schala hier abliefert in seinem 12. Profigefecht. Um diesen Kampf zu gewinnen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon festhalten. Die letzten 10 Sekunden in Runde 5. Und da versucht er es mal mit diesem Haken. Und er hat zumindest ansatzweise getroffen. Aber Schala zeigt da keine Beeinträchtigung. Schöne Führhand. Die hat genau getroffen. Schöne Führhand von Schala. Und da muss er nachsetzen. Versucht das auch. Ja, beide Schläge auf die Deckung. Der hat gesessen. Die rechte gerade kam durch. Nächste schöne rechte. Versuchen die Distanz zu überbrücken. Aber das lässt Schala auch einfach nicht zu. Klare Führhände und jetzt ein Körpertreffer von Schala, der jetzt hier nochmal hochschraubt in der letzten Runde. Schala legt nochmal zu, nächster guter Treffer. Auf jeden Fall langsam in den Top 5 anzusiedeln ist. Also der ist wirklich ein richtig guter. Wenn er dran bleibt, ist da viel möglich. 25 Jahre, ja noch jung. Nächste Führhand, wird das Ding hier nicht mehr per K.O. gewinnen, wird das jetzt runterboxen. Gibt nochmal Vollgas die letzten Sekunden, haut nochmal alles raus.